Grandiose Aussicht, oder? Dank dir funktioniert hier wieder alles. Doch es gibt noch genug zu tun. Am wichtigsten ist, endlich eine Konteroffensive gegen die Rotlegion auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Plan, aber ohne dich funktioniert er nicht. Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegion-Signal von oberster Priorität abgefangen, aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken. Holiday sagt, es gibt Technologie, die die Arkologie zum Laufen bringen kann, aber sie befindet sich im Feindgebiet. Du müsstest blind reingehen. Ist schon seit Jahrhunderten dunkel. Was wir aber wissen ist, dass die Schar da unten ihr Unwesen treibt. Aber wenn du dabei wärst, setzen wir den Plan in die Tat um. Holiday konnte eine ungewöhnliche Menge an Elektrizität feststellen, die in die Arkologie geleitet wird. Yep, so viel Strom kann nur eins bedeuten. Ein Prozessornetzwerk, und zwar starke Prozessoren. Vielleicht stark genug, um dieses Kabalsignal zu entschlüsseln. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen, und zwar möglichst unbemerkt. Die Einnahme des Netzwerks könnte das Blatt im Krieg gegen die Rotlegion zu unseren Gunsten wenden. Doch ohne es. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Scheint ganz so, als wollten die Gefallenen durch diese Platten brechen. Willkommen auf der neuen Prozessie Arkologie, der leuchtenden Zukunft der Weltraumkolonisierung im Schatten des Saturns. Hört sich so an, als wäre das Betriebssystem der Arkologie wieder online. Ich wusste es. Du musst ein Betriebssystem-Zugangsterminal finden. So kannst du das Prozessornetzwerk finden. Da drüben. Eines der Zugangsterminals, nach denen wir suchen. Das Prozessornetzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Amanda, ist es das, wonach wir suchen? Bingo! Das ist es! Okay, ich habe den Standort. Lass uns einen Weg nach unten finden.
Scheint ganz so, als hätte die Schar eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in Schar-Territorium. In der Tat. Begrenzt den Funk auf ein Minimum. Wir wollen keine nötige Aufmerksamkeit erleben.
Den Alarm hat die Schar ganz bestimmt gehört. Bewegung, Hüter. Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar. Und bis zur Oberfläche ist es weit. Sie werden es nicht daraus schaffen, Commander. Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt. Holiday! Ja, bin schon dabei. Diese Straße führt zur Mitte der Arkologie. Wir brauchen einen Ausweg, sobald wir dort sind. Schnall mich gerade an und dann fliege ich los. Werd sofort da sein. Amanda. Sir? Flieg schnell. Flieg sicher. Yes, Sir. Der Straße. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Man nennt sie die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers, Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Nichts und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz.
kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate.